Herzlich willkommen zum Short Review Podcast, diesmal zu einem kleinen Special, wieder mit Sascha und ich habe als Gast Claudia da. Schön, dass du wieder dabei bist, aber diesmal zu einem traurigen Anlass. Ja, leider. Also das hat uns ja wirklich alle kalt erwischt. Der niederländische Schauspieler Rutger Hauer ist gestern gestorben, beziehungsweise er ist die vergangene Woche schon gestorben, es wurde aber gestern erst bekannt gegeben. Er ist am 19. Juli schon verstorben, nach kurzer, sehr, sehr schwerer Krankheit. Glücklicherweise nicht mehr bekannt. Und ja, alle waren so ein bisschen bedröppelt und heute explodiert auch so ein bisschen das Internet genau. dazu. Also, kurz gesagt, Rutger Olsen-Hauer ist am 23. Januar 1944 in Breukelen in der Provinz Utrecht in den Niederlanden geboren worden. Ist auch in den Niederlanden am 19. Juli dann verstorben. Richtig. War ein niederländisches Urgestein. Es war genau. Einer der bekanntesten niederländischen Schauspieler, die es gibt. Seine Anfänge sind aber auch sehr erstaunlich. Er hat nicht die Schauspielschule sofort besucht. Er hat eine Schauspielabendschule gemacht. Er hat eben nebenbei, neben der Arbeit, als Elektriker und Zimmermann auf der Bühne sich gestanden. Probiert. Und das hat immer mehr Spaß gemacht wohl. Erste Hauptrolle war in einer Fernsehserie, die hieß Flores. Und dann kam eigentlich schon ein Regisseur auf ihn zu, Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. Und der hat mit ihm, was viele heute sich gar nicht vorstellen, für damalige Verhältnisse den Skandalfilm schlechthin gedreht. Der hieß Türkische Früchte. Und das ist ein legendärer Film. Also der war hier in Deutschland sehr, sehr lange auf der schwarzen Liste. Es sind Dinge gezeigt worden, die damals 1973, also als ich noch ganz, ganz klein im Kindergarten war. Ich war noch nicht mal geboren. Siehst du. Und es musste einiges, glaube ich, geschnitten werden. Es durfte oder er war pikant. Heute würde man drüber lachen, also damalige Verhältnisse. Und Herr Hauer, sehr gut ausgestattet mit allem, war auch splitterfasernackt, sehr viel zu sehen. Und das ist eigentlich, glaube ich, denke ich, alles, was man zu dem Film sagen sollte. Damals ein Megaskandal. Heute, was weiß Gott, würde man wahrscheinlich mit den Achseln so ein bisschen drüber zucken. Aber er hat Paul Verhoeven kennengelernt. Und Paul Verhoeven, der bis Starship Troopers eigentlich in Amerika auch dann viele erfolgreiche Filme hinterlassen hat. Aber mittlerweile auch sich selbst zurückgezogen hat und in Holland nur noch kleinere, nicht schlechte, aber auch sehr gute Filme macht, aber eben halt nicht mehr an einen amerikanischen Blockbuster mitwirkt. Richtig. Und dann aber gut, um den geht es ja nicht. Nein, wir es haben, geht um den armen Rutger Hauer, der nun gestorben ist mit 75 und er hätte gerne noch ein bisschen weiterleben können. Meiner Meinung nach kennt man die Hintergründe Gott sei Dank nicht. Vielleicht ging es ihm auch nicht so gut und dann ist es vielleicht auch eine Erlösung gewesen. Man weiß das ja nicht. Er hat als Schauspieler sehr interessante Filme gedreht. Also am Anfang eher so typisch für diese 70er-Jahre-Zeit politisch eher kontroverse Filme. Ja, also es waren so auch so Thriller. Wenn ich jetzt so, haben nebenbei, können wir so zugeben, ja auch die Wikipedia-Seite auf, so als Grundlage. Ich nicht. Ja gut, ich kann es aber mit auf dem Monitor mit einsehen. Und wenn man sieht, dass er 2 Jahre nach Türkische Früchte schon im britischen Thriller die Wilby-Verschwörung an der Seite von Michael Caine und Sidney Poitier spielte, hat er in dem Film irgendwie einen Eindruck hinterlassen. Er hat ein markantes Gesicht, er hat eine markante Stimme. Was braucht man mehr? Er war damals groß, blond, blauäugig. Er war natürlich auch das absolute Kontrastprogramm. Er war prädestiniert von Anfang an auch eher leicht so diese düsteren Charaktere zu spielen. Er war sehr mutig, das heißt, der Mann hat sich nackt vor einer Kamera gezeigt. Das macht nicht jeder Star. Obwohl in den 70er Jahren die Leute da doch etwas. Die Europäer waren da ein bisschen offener als die Amerikaner, muss man dazu ja auch sagen. Und er hat dann aber auch solche Filme, 1977, Soldat von Oranje. Also da geht es sehr politisch zu. Er hat das Amulett des Todes, ist ein Film, den er hier in Deutschland gedreht hat. Der ist also wirklich grottig, aber schwer grottig, ist eher so ein Fernseh-Krimi-Film, aber er hat eben auch auf Deutsch gespielt. Er konnte fließend Deutsch sprechen mit einem ganz, ganz leichten deutschen Akzent. Ich habe ihn einmal bei einem Interview nicht interviewen können, weil es eher gesundheitlichen Gründen dann die letzteren Interviews abgebrochen worden sind, aber ich habe ihn damals gesehen. Damals heißt vor ungefähr 4 Jahren, 5 Jahren, glaube ich. Und er hatte sehr viel Humor.
Ich hatte den Eindruck, er liebte das Leben. Er war sehr, sehr höflich, er war sehr charmant. Und er hatte, obwohl er nun doch schon in die Jahre gekommen war, der hatte immer so einen Schalk im Gesicht. Ich weiß nicht, was das war. Ich hatte immer das Gefühl, der hatte so ein, noch viele, viele Schichten hinter denen man dann gerade zu sehen gekriegt hat. Aber er hatte natürlich, wie damals viele erkannt, in Holland werden nicht viele Filme gedreht. In England wurde er eher stereotyp besetzt, aber immerhin wurde er gut bezahlt. In Deutschland passierte auch nicht so viel, also wollte er unbedingt unter allen Umständen nach Amerika. Und er hat dann ja eine große Chance und darüber haben wir ihn alle kennengelernt. Das ist seine Rolle, die er ja unvergleichlich selbst auch geprägt hat. 1981 mit Dreharbeiten für einen doch nicht so bekannten Herrn Ridley Scott damals begonnen und sich auf Naja, einen gut, Grund. er hat Alien hatte Ridley Scott schon. Der war Ja, auch, hat er mir sich einen Namen gemacht halt, ne? richtig, aber also jetzt für Blade Runner, für die Form von Sci-Fi, also mehr so viel philosophisch angehaucht, würde ich sagen, dann nicht und Also ja. Blade Runner, man kann ja sagen, der hat heute einen wesentlich größeren Status, als er damals zu Beginn hatte. Ja. Er war vielleicht ein bisschen skeptisch, wenn ich sehe, er ist 82 rausgekommen. Zwischen den erfolgreichen Star Wars-Filmen, zwischen Imperium schlägt zurück und zwischen Rückkehr der Jedi-Ritter. Harrison Ford als Han Solo da unvergessen. Jetzt, inzwischen gab es auch Indiana Jones und jetzt hat man dort als Deckard ihn in einer ganz anderen Rolle gesehen. Ein ganz anderes Setting. Ganz anderes, das kann sein, dass zu dem Zeitpunkt dadurch die Erwartungen ein wenig anders gewandt von vielen Leuten. Naja, es war die Hochphase des Kalten Krieges. Man hatte so Ja. einen aufkeimenden Hurra-Patriotismus. Es war also politisch, zumindest vom Westen her, muss man ja sagen, eher dieses, alles war in hellen Farben, es war nichts düster. Und bei Blade Runner war eben alles anders. Und es zeigte die düstere Seite der Menschen. Und zwar die ganz düstere Seite der Menschen. Und er war in all seiner, ja, wie soll man sagen, filmischen Brutalität als Roy Batty, als dieser Kampfandroid. Er war einfach unglaublich. Er war so diese Lichtgestalt. Er war wasserstoffblond, noch gefärbt, also heller, als er in Natura war. Er war mehr so mittelblond und so, wie Holländer sagen, so Maisie-blond. Und er war da richtig wasserstoffblond, also wie später dann solche. Weiß ich nicht, viele Musiker nach ihm, aber er war sozusagen der Erste mit diesem Punker-Haarschnitt und diesem Outfit und dann diesen wirklich ganz eigenartigen, fast durchsichtigen, translucenten blauen Augen. Also der hatte was, was die anderen nicht hatten und er war nicht schlank, er war nicht. Damals waren diese ganzen muskulösen Darsteller, Arnold Schwarzenegger, die waren alle getrimmt wie bis Genau. zum aufgepumpt. Das war alles nicht. Er war ein bisschen speckig sogar in der Rolle und er war unglaublich. Er war die Kampfmaschine. Er war einfach auch nicht der Gewinnertyp. Er war der smarteste von allen. Er war also der smarteste der Androiden. Er war mit einem Replikanten. Replikanten, entschuldigen. Ja, ich habe mich, oh Gott, ich habe, mein Gott, was für ein Genau. Fehler. Ich glaube, Ridley Scott erschießt mich gerade so aus dem Hintergrund. Ein Replikant, genau. Und er war einfach grandios und hat, was die meisten nicht wissen, dieser ganz, ganz berühmte Monolog, den er am Ende hat, wenn Deckard da am Hochhaus hängt und nur noch eine gebrauchsfähige Hand hat und er ihn dann wieder hochzieht, er ihm etwas erklärt in diesem Regen. Diesen Dialog als Schauspieler hat er wohl umgeschrieben mit Genehmigung des Regisseurs und die Versionen, die es heute gibt in allen Filmen, diese Worte hat er selber so für sich geschrieben und das war den wenigsten bekannt, dass das also von ihm so wunderbar verfasst. Wir sind jetzt hier so immer noch furchtbar ergriffen, aber ja. Ja. Ich muss sagen, aber die Figur, die hatte alle Facetten. Er hatte den harten kämpferischen Teil, wo Deckard zum Beispiel Ja. jagt. Er hatte aber auch, er hatte den eiskalten Teil. Er hat getötet, er hat dann Ja. während er auf der Suche nach seinem Schöpfer war, dem Sinn des Lebens sozusagen für diese Richtig. Replikanten. Er hat dadurch aber auch eine emotionale Seite gezeigt, eine bisschen ungewöhnliche, die man vielleicht als eine Sicht eines harten Mannes sieht Naja, er oder hatte die so. Affäre Und mit Pris, dieser Liebesdiener-Replikantin. Die beiden hatten sich da ja haustechnisch eingesiedelt und genau. eingenistet. Und er hat sicherlich den Moment, wo Deckard Pris erschießen musste, weil sie hätte ihn sonst getötet,
Er hat um sie getrauert. Es gibt diese riesige Szene mit der Traube, die er in der Hand hält. Und als Bertie stirbt, die Taube, die Seele sozusagen in den Himmel aufsteigt. Also Naja. mehr ist nicht Man kann möglich natürlich bald. verstehen, damals wahrscheinlich, man war auch, glaube ich, bei so einem Film überfordert, wenn du ihn einmal siehst. Weil es Ja. sind so viele Eindrücke, so viele Elemente, auch die durch Rutger Er war Hauer ganz eben halt da anders. kamen. Es war ein ganz anderer Und Film. dadurch ergreift er, und der ist bis heute immer ein Gesprächsthema. Wir wissen, er hat ist Vorbild für viele, viele Sachen. Der Film wird durch die Visualität zitiert, er wird mit Sprüchen natürlich immer wieder mal zitiert. Auch diese Welt, diese Megacity mit dieser Werbung zugekleistert. Wir sehen es in vielen Filmen, sei es nur den Judge Dredd, der auch sogar wissentlich darauf auf dieser Welt oder inspiriert wurde. Wir haben zuletzt auch ein Ghost in the Shell, wurde auch diese Welt visuell dadurch ähnlich gezeigt. Und eben halt, Herr Ja. Hauer hat eben halt etwas Markantes gemacht, diese Figur. Wir haben sogar Actionfiguren von diesem Charakter, die kam erst 30 Jahre später nach dem Motto raus. Also Richtig, ja. und so weiter. Es ist eine Ikone. Er war eine Ikone, er ist sicherlich durch die Decke geknallt als Star mit dieser zeitlichen Verzögerung, weil der Film ein bisschen länger brauchte. Hat aber dann nicht die Rollen angenommen, die alle so erwartet haben. Das heißt, in diesen 80er Jahren haben natürlich alle, ach Gott, jetzt spielt er überall den Bösewicht. Oder er hat, muss viele Rollen in dieser Art bekommen haben, hat aber dann als nächstes Projekt einen Film irgendwie über das Dritte Reich von Herrn Chomsky, den ich nicht so kenne, muss ich ganz ehrlich sein, der hat es also nicht nach Deutschland geschafft in der Form. Ja, aber anders ist das mit von Sam Peckinpah, das Sam Peckinpahs Osterweekend, Ostermann einer Weekend, der ein. Thriller. Genau, ein sehr erfolgreiches Buch da drüben auch. Robert Ludlum ist der Regisseur. Das ist so bahnbrechend gewesen, weil Ludlum etwas Neues gemacht hat. Er hatte immer ein Datum und eine Uhrzeit, also was wir heute so der Klassiker von 24, dass Genau. da eine Uhr läuft und wenn man liest, man eben dadurch, dass es immer schneller wird, also man irgendwie so einen Suchtfaktor reinkommt. Und es war ein auch kritischer Film. Danach hat er mit solchen wirklich großen Regisseuren, Nicholas Roeg ist ein großer, Richard Donner ist ein ganz, ganz großer. Genau. Er hat tolle Filme gedreht, aber er war in den 80ern doch eher, ohne dass ich es abwerten meine, er war die B-Ware. Das heißt, er war sicherlich der König der Videokassetten damals und in den Videotheken, aber er war nicht auf den großen Leinwänden so vorhanden. Das änderte sich dann aber 86, als er wieder mal einen Bösewicht spielte, nämlich Ja, Hitler, eigentlich den. schon mit Flesh und Blood würde ich davor sagen, schon ein Jahr davor, wo er wieder mit Paul Verhoeven so ein Der Film ist aber nicht Fantasy-Film. erfolgreich gewesen. Entschuldige, wenn ich dich. Ja, gut, Ist in aber er war Amerika halt auch kaum wieder in gez. aller Munde. Ja, aber. Aber du hast natürlich Hitcher, der Highway Killer, Ist das die ist Nummer. natürlich diese Nummer, ne? Dann hat es einen Preis gegeben. Ich weiß, er hat da diese Flucht aus. Sobibor, das ist ein jüdisches KZ, das muss man sich angesehen haben, den Film. Also es ist schon interessant, alles mitzu. Er hat sehr, sehr viel Werbespots gedreht. Ich weiß, dass der für Guinness Bier damals unglaublich viel Geld bekommen hat und Werberollen. Und für diesen Film, also Flucht aus Sobibor, diesem KZ, hat er einen Preis damals gekriegt. Da dachte man, ach Gott, jetzt kommt das wieder. Der wird eher so jetzt Film-Fernsehkarriere, wollen wir mal so sagen, machen. Und auch da hat er die Leute immer wieder. Man muss dazu sagen, der Mann hat nebenbei Bilder gemalt. Der war Bildhauer. Er ist in Holland auch immer, dass er noch Entschuldigung, Bühnenauftritte hatte. Er hat Schauspielkurse gegeben in Holland. Also er ist sehr, sehr vielschichtig gewesen. Ist immer jemand, der auf der Suche war nach dem nächsten Großen. Und dann war Hitcher eben da. Genau. Und dann passierte eigentlich eher so wieder diese Obwohl, man muss B-Ware. dazu sagen, er hat den Golden Globe für Flucht aus Sobibor Sobibor bekommen. Ja, gewonnen. das ist der Das ist Film, dann über. auch. Er hatte noch am Anfang kamen noch so ein paar Filme eben halt, wo er auch die Hauptrolle spielte. Blinde Wut, wo er einen blinden Schwertkämpfer spielt, von Philipp Noyce, Ja. der sehr erfolgreich. Die Jugger, Kampf der Besten, wo es um dieses Fantasy-Football geht. Etwas, was bis heute, sei es nur im Computerspiel, immer wieder noch. Beziehungsweise, was heißt immer wieder? Es gibt Leute, die spielen das noch live in der Wirklichkeit. Natürlich nicht so brutal, aber es ist eine markante Sache, wo er dabei war. Also etwas, Hat was auch bis ist. erstaunlicherweise in den 80ern
Filme gedreht, die also wirklich großes Publikum hatten. Der Tag des Falken von Richard Donner mit der sehr, sehr jungen Michelle Pfeiffer und Matthew Broderick war damals der Abräumer schlechthin. Musik von Vangelis, die sind über den bekannt geworden. Die Brut des Adlers von Philip Mora ist vielleicht ein Film, den die meisten nicht kennen, war aber in Amerika nicht so beliebt und wurde fast boykottiert, weil es da um Umweltschutz ging und wie man Nationalparks verunreinigt, wie Tiere ja, der Natur entnommen werden, um, was weiß ich, Adler nach Saudi-Arabien in Wüstenzelte zu führen. Er spielt da so einen Umweltkrieger. Und das war zu der Zeit hier in Europa eine sehr beliebte Sache, weil wir hatten hier eine Umweltbewegung. Die Grünen haben sich damals gebildet. Das war ein sehr, sehr erfolgreicher Film. In Amerika ist der nicht mal ins Kino gekommen. Das ist also nicht in die großen Kinos. Man muss dazu sagen, es ist halt da in Ketten aufgeteilt. Das war früher noch stärker. Und wenn man nicht so und so viele Ketten von Anfang an hinter sich hatte, dann war der Film gefloppt. Ich habe auch gemerkt, dass er natürlich auch versuchte, auch Filme eine Hauptrolle zu spielen. Wir haben da Wedlock zum Beispiel oder auch eben halt in den Film Blinde Wut. Er war aber durch Highway Killer und auch, oder durch Hitcher und beziehungsweise Blade Runner immer als Widersacher, als Kontrast, als Gegenpart war er beliebter. Und so kam es natürlich, dass er natürlich dann im Original Buffy, der Vampirkiller, der Pilotfilm ist es nicht zu dieser berühmten Serie mit Sarah Michelle Gellar, sondern es war ja Josh Whedons Drehbuch, was verfilmt wurde, wo er nie mit zufrieden war. Aber und da hat der was eben aus halt die Grundstein Beverly Hills 90210, der inzwischen Jason auch Priestley. Jason Priestley, der andere. Mitgespielt und es ist einfach wahnsinnig traurig. Buffy the Vampire Slayer oder Buffy die Vampirkillerin. Ja, genau, mit Kristen Swanson und Luke Perry. Und der Film ist durch die Decke gegangen. Der traf so eine College-Szene, traf im Sommer ein, war so kurz vor Halloween, da sind alle reingerannt und dann passierte nichts. Genau. Also Joss Whedon hatte dann lange Zeit, bis er dann, aber er hat weitergedreht natürlich. Ich weiß, Nostradamus von Roger Christian war eine wahnsinnig teure Verfilmung und ist leider völlig untergegangen. Er hat viele so Filme gedreht danach, wo es immer ums Überleben ging. Arctic Blue, Surviving the Game, Beyond Justice. Also es ging immer dadurch, dass entweder einer, dass er den spielte, der mitgeholfen hat, dass man durchkommt, oder dass er den Bösewicht dafür spielte. Und dann hat er sich 1994 den nächsten großen Skandal geleistet. Er hat ein Buch verfilmt, was hier zumindest im deutschsprachigen Raum bis vor 10 Jahren nicht mal verkauft werden durfte. Das kriegte man nur so in Englisch unter der Hand. Fatherland. Mhm. Also Vaterland. Und das ist so eine What-If-Geschichte. Also es beruht darauf, vom Autor her, was wäre passiert, wenn die Nationalsozialisten gewonnen hätten den Krieg und alles, die ganze Welt eben unter Japan und Deutschland aufgeteilt. Ein Vorläufer zur, wenn man das wirklich sagt, zu der Serie und derselbe Autor, The Man in the High Castle. The Man in the High Castle, basiert das nicht auf Philip K. Dick sogar ein bisschen? Da gab es ähnlich Parallelen. Es sind diese What-If-Geschichten. Aber es ist eben halt diese Sache. Aber gut, ich kann mich jetzt auch komplett irren. Nein, das sind ja, die befruchten sich ja gegenseitig, die Autoren. Mhm. Also man muss nicht sagen. Ja, natürlich. Es ist natürlich dieser Grundgedanke, diese was und wäre, wenn. Er spielt den Nazi während der Olympiade in Berlin 1936. Genau. Oder nicht 1936. Das ist jetzt Quatsch wahrscheinlich. Das war eine andere. Vaterland spielte schon weit nach dem. Ja, ganzen, also es spielt später, aber es ist eben so aufgezogen. 64. Robert Harris ist ein sehr, sehr kontroverser Autor, aber ja. Ganz genau. Aber damit war er natürlich dann so im Mittelpunkt des Ganzen schon wieder. Und die Nazi-Uniform, die stand ihm erschreckenderweise. Der Mann war blond und blauäugig, es war ganz unsinnig. Ja, was wollte man da noch mehr? Ja, es ist irgendwie ganz. Er hat aber dann. Hat auch eine ganze Menge Filme natürlich, die wirklich. Aber es war dann vorbei mit der großen Karriere. Also es war dann wirklich viel, viel. Nebenrollen. Nebenrollen, es waren dann wirklich bedauerlicherweise eher nicht mal mehr Nebenrollen, es waren schon die Nebenrollen. Man könnte natürlich auch sagen, er hat jeden Job angenommen, den er kriegen konnte. Ja. Gut, Knocking on Heaven's Door, Thomas Jahn, der Film mit Til Schweiger.
Hat er auch mit einer Rolle, das ist jetzt natürlich Ist überhaupt kein die Nebenfilm, Frage, aber es ist wieso ein deutscher Film, ja, und wo warum er mal dabei war. der hat viele deutsche Filme gedreht, aber Genau, aber mal warum hat wieder. er, Til Schweiger habe ich auch noch nichts gehört, der könnte mal was sagen, aber er hat dann mehr Aber TV-Filme und Turbulenz 3 war auch so ein Film direkt on DVD. Ja, ich würde sagen, DVD da ist noch nicht 1900, nee, 2001 war ja so ein Wandel, aber eben er hat halt mit George Clooney gearbeitet, danach. Confessions of a Aber Dangerous Mind. es ging dann wieder hoch ein bisschen. Er hat ein paar wichtigere Filme wieder gedreht. Es ist wie so eine Achterfahrt. Batman Begins war sicherlich für ihn ein Genau, das richtiges muss wieder. Reboot, aber 2005, da lagen dann fast 10, 15 Jahre Genau, Batman dazwischen. Begins, danach gleich Sin City, Ja. das Robert Rodriguez, Frank Miller Abenteuer, wo er ja auch eine zentrale Rolle gespielt hat Richtig. und durch seine ganzen. Dann kommt natürlich wieder, das ist immer ein Hoch und Tief, man merkt das in Ja. seiner Karriere. Viele Filme, wenn man jetzt so die Titel liest, muss man erstmal echt überlegen, wie Minotaur, Mentor, Goal 2, Movie Made Alistair. Ich müsste jetzt erstmal mich wieder reinlesen, um diese Filme irgendwo kennenzulernen. Also ich weiß es nicht, er hat Werbung immer gemacht. Er hat natürlich dann auch dazwischen Fernsehen gemacht. The Last Kingdom war sicherlich einer seiner besten letzten Auftritte. 2015 hat er zumindest in der ersten Folge noch mitgespielt und hat Ron, das ist also zu Deutsch das Wort Rabe, den Vater des in der ersten Serie, ersten Folge den Vater gespielt und den hat er so brillant gespielt mit Tattoos im Gesicht und so weiter. Also es war schon doll. Er war in dieser Serie, TV-Serie Merlin dabei. Naja, Gut, das waren vieles natürlich auch manchmal nur ja. Gastauftritte, wenn man es so will. Er Also hat bei in. Merlin hat er Uta Pendragon gespielt. Das war schon eine größere Rolle. Das 10. Königreich. Oh, ich bin böse, ich habe es nicht gesehen. Bei Elias hatte er Auftritte. Zehnte Smallville Königreich war auch war, so ein ja, TV-Special, wenn man es so will, er war auch. bei True Blood dabei, da hat er mitgespielt. Und ja, aber dann irgendwie so ab 2015 wurde es also wirklich beträchtlich weniger. Valerian, die Stadt der tausend Planeten, Richtig, hat er das war ein zuletzt ganz einen kleiner größeren Auftritt. Auftritt oder einen Ja. Auftritt, wo er zu sehen war. Und also. Von Claudio Fe, diesen Beyond Valkyrie, Morgendämmerung des Vierten Reiches. Das ist, ja, der ist gedreht worden, aber hast du von dem Film schon mal Ich was habe von gehört? dem noch Nee. nichts gehört. Ich lese ihn auch hier Obwohl jetzt Claudio zum Fe Beispiel. ist, glaube ich, sogar ein deutsch-österreichischer oder deutsch-schweizer. Kann auch Meine Güte. manchmal, man darf ja nicht vergessen, manchmal liegen die ja noch ein bisschen auf Eis, manche Filme, auch Ja, und wenn die dann jetzt kam hier The stehen. Sisters Brothers und das war 2018 und das war dann auch Muss sein letztes Werk sein jetzt letzter gewesen sein. großer Film, ne? Also wo er mitgespielt hat. Und er hat noch Synchronisationen gemacht. Da kommt bestimmt noch eines, Kingdom of Hearts, Nee, vor das ist dem draußen bereits. schon siehst du. Das Und ist dieses Jahr dann, rausgekommen, am das Anfang des war's. Jahres. Also dem ging es dann gesundheitlich anscheinend schon etwas länger nicht mehr so ganz so gut. Ich Denn, meine, er ist 75 Jahre alt ja. geworden. Da hat man natürlich schon einiges auf dem Buckel. Und er hat in einer Zeit gelebt, wo Sex, Drugs und Rock'n'Roll zum Handwerk gehörten. Genau. Das gönne ich ihm. Also der hat sicherlich ein erfülltes Leben gehabt. Der hat aus dem Vollen geschöpft. Der war brillant. Sehr, sehr nett. Wahnsinnig sympathischer Kerl. Und schade, dass er Europa verloren gegangen ist. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte gerne noch ein paar Rollen mehr mit ihm erlebt. Aber ja. Das Leben ist Ich unvorhersehbar muss und aber sagen, wenn ich jetzt hier so lese, er wurde ja auch deutsch synchronisiert. Ich habe selten so einen zentralen Schauspieler gesehen, der ja ja. bekannt ist, aber mindestens 20 Synchronsprecher hatte. Das ist also heutzutage haben die ja meistens einen festen, Ja. wenn einer stirbt, was anderes, aber selbst Christian Bale hat nicht so viele verschiedene Synchronsprecher. Und wenn man. Hängt das damit zusammen, dass der eher, sagen wir mal, nicht so große Filme gedreht hat, dass man Es mag dann. angehen, aber andererseits hat man ja auch Namen verpasst. Also ich zitiere jetzt einfach Ja. mal, welche großen Stimmen oder welche bekannten Stimmen Also ihn Tommy auch. Pieper weiß ich, Tommy das Pieper haben ist. wir gehabt. Wir haben hier Thomas Danneberg, unseren Arnold Heute, Schwarzenegger. ja. Da hat ihn, glaube ich, auch in Blade Runner hat er diese Stimme halt. Richtig. Heiner Lauterbach hat ihn sogar. Klaus Kindler, auch super bekannt.
auch leider verstorben. Manfred Lehmann, ja, hat er, glaube ich, sehr oft gehabt. Sigmar auch von, Solbach, das war auch ein Schauspieler in Deutschland. Ja, natürlich. Ne? Detlef Bierstedt, ist sogar die Stimme von George Clooney, also die, ja, siehst du, die mit hatte. Eckhart Bell, also wahnsinnig tolle Stimmen, um nur jetzt einige zu nennen. Also wir haben auch durch diese deutsche Synchronisation seine markante Art kennengelernt. Ja. Er war, ja, ein Schauspieler, den man nicht so leicht vergisst. Also der Betty Blatt. Betty wird ewig, wir haben vorhin drüber gesprochen, ironischerweise stirbt die Replikantenfigur der Roy Betty im November 2019. Ja. Und jetzt ist im Juli 2019 der Darsteller des Roy Betty gestorben. Ja. Also manchmal ist das Leben schon sehr sonderbar, ne? Ja, man könnte jetzt fast eine Verschwörungstheorie aufstellen. Wo war Harrison Ford? Ja, gut, das wollen wir gar aber, nicht. Aber ja. Ja, wir behalten ihn mit den Filmen eben auch in Erinnerung. Das ist das Wichtige, was wir reden. In Erinnerung, für was? Genau. Mal abgesehen jetzt von Roy Betty oder Hitcher, The Highway Killer, für was steht Rutger Hauer bei euch? Oder sagt ihr, ach Gott, ja, das ist einer von vielen und 2019 ist so ein Jahr, wo viele Menschen sterben, weil sie einfach so ein gewisses Verfallsdatum erreicht haben? Oder sagt ihr, ach Gott, ja, so wie ich, ist es furchtbar schade und das war so ein vielfältiger, vielschichtiger Typ, dass das einfach ja eine aussterbende Gattung fast ist. Dann nimmst du die Worte aus meinem Mund. Also genau das. Lasst uns wissen, was ihr denkt. Mit was verbindet ihr ihn? Und genau das ist das, was eigentlich den Schauspieler auch ehrt. Denn endgültig gestorben heißt, es ist man nur, wenn man vergessen wird. Und wir wollen ihn nicht vergessen. Wir ehren ihn mit seiner tollen Arbeit, steht eben für halt, sein Werk. Die wir eben halt in den Filmen ja als Zeugnis behalten haben. Und ja, lasst uns genau diesen Punkt eben halt positiv behalten. Ich glaube, für die Niederlande ist es schwer. Die haben gar nicht so viele große Stars. Die hatten früher mehr und jetzt ist einer weniger, also einer von den ganz großen weniger. Denn es schafft heute nicht jeder. Also die meisten Namen sind ja viel zu schnell vergessen und er hat jetzt über, ja, 30, 40 Jahre ist er eben halt jemand, den man sofort einordnen konnte. Du hast den Namen gehört, du wusstest, wer er ist, du wusstest mindestens ein bis zwei Filme, die er gemacht hat, im Kopf. Ob, welche Rolle oder welche Figur, wie die hieß, das ist immer noch ein ganz anderes Blatt, aber du wusstest genau, Mensch, das war der aus Blade Runner. Richtig. Das war der aus Hitcher, der Highway Killer. Und genau das ist es. So. Ehe wir noch viel lange drum rumreden, lieber Rutger Hauer, danke, dass du die Filme gemacht hast. Danke, dass danke du uns eben halt für alles. Und ja, rest in peace. Ne? Genau. Auch unsere Beileidsbekundung an die Familie. Man muss dazu sagen, genau. Er ist vor über einer Woche am 19. gestorben, er ist beigesetzt. Ich finde, das hat die Familie gut gemacht. Da ist da nicht irgendwie so eine Hysterie ausgebrochen. Nein. Das ist still und im engsten Familienkreis und das muss dann auch so sein und das finde ich gut so. Genau, deswegen danke, dass ihr bei diesem Sonderpodcast dabei wart. Hinterlasst uns ein Like oder auch einen Kommentar. Wir freuen uns drüber und dann bis zum nächsten Mal. Euer Sascha. Claudia sagt tschüss.